Also, gib mal ein Statement ab. Wie sieht es jetzt hier aus in Tübingen nach der Besetzung? Wie lange seid ihr schon hier? Und was ist der Stand? Was findet ihr, habt ihr erreicht? Was wollt ihr noch erreichen? Ja, wir haben heute 5- oder 6-wöchiges Jubiläum. Und wir haben, was wir vor allem erreicht haben, ist, dass wir eine Politisierung innerhalb der Studentenschaft haben. Also, dass wir mehr Leute haben, die sich wirklich für die Themen interessieren, die sich mit Studiengebühren, mit dem Bildungssystem kritisch auseinandersetzen. Die Forderungen, die wir ans Rektorat gestellt haben, sind nur bedingt umgesetzt worden. Da hoffen wir noch auf mehr. Und vom Land kam bisher gar keine Rückmeldung. Das heißt, wir haben genug Grund, nach den Weihnachtsferien, also nach unserer kleinen Weihnachtspause, weiterzumachen. Und das werden wir auch in der einen oder anderen Form tun. Was ist von den Forderungen ans Rektorat umgesetzt worden? Wie sieht es mit der Transparenz aus, die, glaube ich, zu euren Hauptforderungen gehörte? Also sie wird verbessert, zum Beispiel Senatsprotokolle und die erste Sitzung werden vermutlich veröffentlicht. Also bei den Senatsprotokollen ist nicht mal das sicher. Das heißt, das Rektorat sträubt sich vehement dagegen, wirklich transparent zu arbeiten. Auch unsere Forderung, dass wir einen studentischen Vertreter in Rektoratssitzungen schicken dürfen, der wurde bisher noch nicht stattgegeben. Was wir durchgesetzt haben, ist, dass die Anwesenheitspflicht in Vorlesungen nicht nur ausgesetzt, sondern abgeschafft wird. Und was sagst du zu den Ergebnissen jetzt von der Kultusministerkonferenz? Beziehungsweise von der Demo dagegen? Also ich muss sagen, es ist eine Schande, dass die deutsche Polizei derart gewalttätig auch gegen Minderjährige vorgeht. Das ist was eigentlich in einem demokratischen Staat wie der Bundesrepublik nicht passieren sollte. Und was letztendlich bei der KMK rauskommen wird, da mache ich mir keine großen Hoffnungen, weil sie werden ein bisschen über Bachelor, Master und Bologna reden. Aber die wirklich grundsätzlichen Probleme gehen sie nicht an. Und was hältst du von dem Bildungssparen, das die Forschungsministerin Schawan angeregt hat? Halte ich für eine grundsätzlich falsche Richtung. Weil es kann nicht angehen, dass wir die amerikanischen Verhältnisse haben, wo schon bei der Geburt des Kindes dann das Konto fürs College eröffnet wird. Das ist etwas, wo ich nicht hin will und wo ich doch auch hoffe, dass die Mehrheit der Gesellschaft nicht hin will. Sondern viel wichtiger halte ich es, dass der Staat eine solide Hochschulfinanzierung macht und auch sozial Benachteiligten die Möglichkeit gibt, zu studieren, weil das tun sie mit ihrem Bildungssparen nicht. Hast du den Eindruck, dass die Unterstützung der Studierenden immer noch so breit ist wie bei der ersten Besetzung? Oder? Also wir hatten hier einen Höhepunkt, auch nach der Räumung, wo wir große Solidaritätsaktionen haben. Inzwischen ist einfach eine gewisse Müdigkeit eingetreten, weil nebenbei studieren halt die Leute, die hier sind, auch noch. Und es zehrt schon Kraft. Und wir hoffen, dass wir jetzt quasi dann nach einer Pause mit einem neuen Anlauf, mit neuen Kräften und mit einer neuen Mobilisierungswelle wieder hier vor Ort sein werden. Wann rechnest du mit dem nächsten Bildungsstreik? Sehr bald. Also das Potenzial ist da, dass direkt nach Weihnachten wieder Leute aktiv werden. Da muss man sich halt fragen, ob sich das lohnt, weil wir dann direkt auch Semesterschluss, also Prüfung haben und ob man sich nicht überlegt, ob man quasi zu Beginn des Sommersemesters erst wieder aktiv wird, weil die politischen Prozesse brauchen auch ihre Zeit. Das heißt, man muss aufpassen, dass man sich nicht verausgabt und dann quasi, wenn der Politik langsam was ins Rollen kommt, dann keine Menschen mehr auf der Straße hat. Ja, sagst du noch kurz was zu deiner Person, deinen Namen, was machst du selber, wie geht es deinem Studium? Ja, ich bin Jan-David Wacker, ich studiere Volkswirtschaft hier in Tübingen. Und mein persönliches Problem ist, dass ich sehe, dass ich mich im Studium noch viel weniger beteiligen kann als in der Schule. Ich habe nur Vorlesungen, die auf Frontalunterricht beruhen und Übungen, wo halt auch mehr als 50 Leute drin sitzen. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, sich selbst zu beschäftigen mit den Inhalten, die vermittelt werden. Und das ist für mich ein ganz elementares Problem. Aber du bist dazu gekommen, jetzt trotz des Streiks auch weiter zu studieren, oder? Ja, also ich versuche, gerade auch weil ich Bachelor bin und einen sehr engen Zeitrahmen für meine Prüfung habe, bleibt mir gar nichts anderes übrig, sonst droht die Exmatrikulation. Von daher versuche ich weiter zu studieren und das halt alles unter einen Hut zu kriegen. Vielen Dank für das Gespräch.